Also der Ruf ist ja da unten, glaube ich. Wo ist der wieder? Hier. Der kann ich mir jetzt holen. Ich hoffe, das geht auch so gut. Wenn ich mir das erhoffe. Ja, rechts falsch. Oh, ein bisschen helle hier. Moment. Ich muss was runterschrauben. So ist. So, jetzt geht's. Meine Store. Dass etwas dunkler wird im Zimmer. Sonst sehe ich da viel zu wenig. Ah, jetzt wird es immer besser. Die Storen gehen immer weiter runter. Ich muss unbedingt ein R2-Auto kaufen. Ich habe nur ein R3-Auto. Genau weil es ums Kaufen geht. Ich habe ja zwei Lamborghinis, R3er. Einen verkaufe ich, so bekomme ich Cash. Genau, das sollte ich auch noch machen. Ja, es gibt noch vieles zu machen. Ui. Oh, wow. Da waren wir schon. Nein, im Dunkeln fahre ich gar nicht gerne. Genau, da bekomme ich den Ruf, wenn ich das schaffe hier. Hoffen wir mal noch das Beste. Ups, Entschuldigung, ich habe etwas gegessen. Da muss ich den nicht kaufen. Aber der ist für mich ziemlich schwer zu fahren. Ich hoffe das Beste. Also das ging auch nicht immer gut, auch wenn ich keine Live-Kommentare mache. Aber vielfach ist es schon einfacher, einfach so zu fahren, ohne Live-Komm. Das sollte ja logisch sein. Sonst versucht es mal. Ich habe das schon mal erwähnt, mehr als einmal. Es ist wirklich... Ziemlich was los. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Konzentration man braucht. Nicht nur für das Spiel, sondern auch wenn man spricht. Wo man so automatisch macht. Wenn man dann ein Spiel spielt, das jetzt zum Beispiel... Ja, jetzt nicht unbedingt, oh lala. Nicht unbedingt gerade tagtäglich. Man spielt, dann sieht man schon etwas alt aus. Geh. Viel Schleuderzeug hier. Komm. Wow. Ah, schalt nicht, ich auch mal. Thank you.
Und da will man unbedingt was Gutes zeigen da euch. Und dann meistens klappt es nicht so, wie man will, oder? Das ist ja logisch. Immer wenn man etwas zeigen will, klappt es nicht. Ist ja das Gleiche wie wenn, ein gutes Beispiel, wenn ihr da ein Auto fährt, wirklich Auto, und dann irgendetwas stimmt nicht mit dem Auto. Was ist mit dem Auto los? Ihr geht zur Garage und was passiert? Das Auto funktioniert. Was sollt ihr noch zeigen, oder? Es ist immer so. Immer wenn man etwas zeigen will, also nicht immer, aber sehr, sehr oft zeigen will, dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist jetzt eine R3. Da kann ich auch mit dem mal fahren. Genau, muss ich mich schon sehr daran gewöhnen. Weil ein Porsche ist überaus hecklastig. Hatte ich immer Probleme schon. Immer. Weiß nicht warum. Immer Probleme. Okay, das sind noch die kleinen. Zuerst mal fahre ich mal die Achter. Aha. Mann, der. Ja, am liebsten würde ich den Ruf wieder verkaufen, aber den brauche ich für ein Rennen, soweit es mir ist. Schön, schön. Ja, Upgrades. 57%. Okay, was haben wir? Mischbelag. Ah. Ja, ich nehme mir. Ihr Auto ist ja, nicht so gut das für diese Veranstaltung. Sie ja müssen es herunterstufen, um zugelassen zu werden. Ja, mit dem war ich jetzt viele, viele Male unterwegs. Was hat es hier denn noch? Ich habe schon etwas zu wenig Geld. Weil ich noch ein R2er kaufen will. Ja komm, ich stufe den runter. Das ist ja ein B-Auto. Der Nissan. Ich finde es einfach mühsam, dass immer alles Geld kostet. Das ist ein B-Auto. So wird Ihr Auto niemals für diese Veranstaltung zugelassen. Sie müssen zuerst dann nur 2,9. 3000. So. Etwa eine Stunde muss ich aufhören. Ich will das eben so mehr oder weniger durchspielen, solange ich noch, ja, ich kann nicht sagen, in Form bin, aber immerhin ein bisschen aktuell. Weil wenn man das Spiel dann nicht mehr spielt, dann, ja, dann hat man es gesehen. Also das spiele ich ziemlich schlecht dann auf einmal. Ist ja logisch. Oh Mann, jetzt habe ich Probleme mit dem. Ah, jetzt weiß ich wieder was für eine. Das ist ein Hügel, genau. Langsam nach vorne kommen. Das ist nicht gut. Ich habe etwas mit den Gängen Probleme. Weiß nicht. Jetzt bei dem, weil der so hochtourig ist, welcher Gang gut ist. Das war schlecht. Die Position wird immer besser oder auch nicht.
Komm, flieg, Vöglein, flieg! Komm, nur noch eine Runde. Das wirst du wohl schaffen. Komm, 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 komm. Bei freier Fahrt ist schon einfacher zu fahren. Nicht überall, aber immerhin. Ich wusste, dass Sie Benzin im Blut haben. 1,5. Das ist weit nicht so genug, wie ich bräuchte. Okay. So, Armband finito. Das ist genau das, was Sie schon immer haben wollten. Jetzt wird's lustig. Wenn ich den nämlich herausfordere, dann habe ich gleich 8 Millionen auf dem Konto, dann würde das Problem alles lösen. Ich habe davon geträumt. Das letzte Rennen, 8 Fahrer, sie schlagen Darius und werden Champion. Lassen Sie es wahr werden, bitte. Wäre gleich der R1er. Okay. Ich muss... Muss Autosalon. Muss ein Auto kaufen. Ein Reiner. Das war für euch. Jetzt habe ich eine Bitte. Ich möchte ein gutes Auto, weil er hat der Ferrari, soweit es mir ist. Er unterbricht seine Sendung. Schon wieder. Viel Erfolg, Duke. Ja, es geht nicht immer gut, überlegen und fahren. Darum sollte man ja nicht, als sollte es ja verboten. Oh, shit. Ich wollte was sagen und bin völlig aus dem Häuschen. Nein, eben, man sollte ja nicht Auto fahren. Und telefonieren. Das ist ja verboten. Also ganz am Anfang auch nicht. Da haben sie noch gesagt, ja, mit Sprechanlage, bla bla. Also hier in der Schweiz. Was neu? Ich muss trotzdem noch was machen, wenn ich ja schon hier bin. Asphalt. R3. Aktuelles Auto geeignet. Asphalt. Ja, ich habe zwei von diesen hier. Kann ich einen verkaufen? Ja, ich fahre nochmals den. Obwohl ich die größten Probleme habe. Aber ich könnte trotzdem ja das R1 am Schluss fahren. Ich habe es mir jetzt wieder anders überlegt. Ich muss ja nicht unbedingt Autos kaufen für 8 Millionen. Hörst du das Publikum? Sie wollen mich fahren sehen. Also versuch ruhig ein bisschen. Sonst ist die ganze Spannung irgendwie weg. Das ist gut für mein Image. Das große Finale. Ich will noch die anderen Rennen bestreiten. Der ist krass. Letzter, hä? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mit dem Auto kann ich auch nicht das Ganze brechen, so wie ich will.
Ja, super. Ich habe ja schon gedacht, dass du reinkommst, aber ein bisschen schauen nach hinten. Ich schaue ja auch nicht nach hinten, das ist schon klar, aber so als Spiel sollte man das schon wissen, dass jemand kommt auf der linken Seite, um zu überholen. Auf dieser Linie bin ich eigentlich noch ziemlich flott unterwegs. Außer hier unten, das ist schon schwieriger hier. Also der Porsche hat auch eine für mich komische Übersetzung. Ich gewinne. Super. Hätte jetzt nicht gedacht. Die Fahrer sprechen schon über Sie. Gut gemacht, Seeraser. Okay. Ja, mit 70% Einnahmen. Das fährt schon gut ein. Oh, der habe ich vergessen. Nur 50 Punkte. Er ist auch nicht neu. Nein, ist nicht neu. Weiter. Schon unberechenbar die. Oh, hier muss ich hin. Unberechenbar das Auf und Ab mit den Straßen. Finde ich doch cool. Lässt über dieser Veranstaltung nur mit einem anderen. Das Dingi. Der Stinki. Mann, ich bin gespannt, jetzt etwas total anderes. Ich bin gespannt auf Tomb Raider. Aber ich denke nicht, das wird so, dass es mir gefällt. Ich habe einiges gelesen. Dass mir so ein komisches Adventure-Spiel, aber irgendwie mehr filmmäßig da. Das habe ich nicht so gerne. Also Anniversary war super. Das ist mein liebstes Tomb Raider-Spiel. Ich habe erst bei Legend angefangen. Also wie ich auch gesagt hatte, jetzt zu diesem Spiel hier, Horizon, das, was ich miserabel finde, ist einfach, dass man viel zu wenig Autos hat. Man kann es ja kaufen. Scheiß drauf. Nein, echt. Gut, ich habe gesehen, ich habe erzählt, dass ich mal etwas Multiplayer spielte. Dort bekommt man Geld oder Auto zusätzlich. Ich habe noch nicht gemerkt, ob diese andere Autos sind oder die gleichen, die man schon hier kaufen kann. Also ich kann mir das schon vorstellen.
Weil das Zeug ist so sehr auf Geld getrimmt, die ganzen Spiele hier. Also da warte ich wirklich viel lieber wieder 2 Jahre für ein gutes Spiel, als jedes Jahr so ein halbbatziges Spiel. Nicht weil es schlecht ist, aber einfach damit sie Geld verdienen mit DLC, wie blöd. Also bei Motorsport hatten sie das auch nicht gemacht. Ja, jeder will noch mehr Geld verdienen mit diesen DLCs immer. Man zahlt ja schon genug für diese Spiele. Preispolitik bis zum Abwinken, ne? Ja, schon ziemlich was daneben, finde ich. Oh, vergessen zu schalten. So. Ja, das war jetzt ziemlich ein einfaches Rennen für mich. Komisch. Nein, nein. Gehen wir wieder in den Porsche. Den Porsche. Also, okay, jetzt was? Wo bin ich? Jetzt bin ich schon wieder so weit nach unten gekommen. Jetzt will ich diesen hier. Oh, R2. Nicht gut, ich habe kein R2-Auto. Also, was haben wir da noch? Oder ist das... Warte mal, kann ich da gewinnen, oder was? Das habe ich noch nicht geschnallt. Was, wie? Das sind R2, ey. Mann, ey, Mann. Das da unten ist nichts. So weit, geht's noch? Ja, es ist fertig, ey. Ja, hier noch mit dem Ruf. Das ist noch neu. Und sonst kommen wir mit der Autos. Noch einer, hä? Unmöglich, bitte wenden. Ich hab schon gesehen, ich wäre hier oben für das Straßenrennen, aber das will ich jetzt nicht. Das hatte ich ja gespielt, wie gesagt. Was dazwischen gekommen und dann habe ich das Zeug gelöscht, weil ich denke, ich kann das nachträglich nochmals spielen. Das Problem dort ist einfach auch, ich habe schon ein R3-Auto, aber auch kein R2-Auto. Ich kann es upgraden, aber das mache ich nicht gerne. Nicht wegen dem Geld, sondern irgendwie die Autos sind einfach irgendwie... Mit Upgrades sind die Autos schlecht. Also schlecht. Die verhalten sich einfach viel anders. Und da kaufe ich mir lieber ein... zum Beispiel ein R3-Auto und mache es R2. Gewisse gehen, finde ich jetzt. Und gewisse passen mir einfach nicht. Saudusel, du. Jetzt fahren wir einfach einige Male hier durch, hä? Nicht so schlimm. Ich liebe deine Musik. Willst du mich heiraten? Ist nichts für mich, solltest du wissen. Hier kommt Musik. Willst du mich heiraten? Heiraten ist nichts für mich. Was, wieso fragst du? Die Spielereien haben sie gerne. Gewisse. Bam, bam, bam. Irgendwie muss ich das Lied doch finden. Ich muss die DVD kaufen. Die CD kaufen. Oh!
Mann, der rutscht herum, da dieser Porsche. Was war da? R2, kann ich kaufen? Sie dürfen mit diesem Auto hier nicht teilnehmen. Ja, ich kann hier kaufen. Genau. Okay. Oder soll ich... Oh, 1,5, ich habe kein Geld mehr dann. Ha. Ich habe dann kein Geld mehr. Madonna, du bist der teuer. Ich will jetzt auch nicht immer mit dem fahren. Das ist etwas das Problem. Was soll ich machen? Ich muss noch R1er kaufen. Ja, ich gehe lieber. Ich gehe lieber zuerst zu der Zentrale auch. Ich muss mal Autos verkaufen. Genau, ich muss Autos verkaufen gehen. Ich muss noch schnell schauen. Den Ruf verkaufe ich. Ich glaube nur ein... oh shit. Ein, Mann, der geht ja ganz schön ab, hey. Nur ein Rennen, soweit es mir ist. Hab ich mit dem Ruf. Ich muss dann nochmals die Karte studieren. Wohin gehe ich jetzt überhaupt? Zu einem Rennen, oder? So hat es mir ist für den Ruf. Oh ja, ich bin zu spät. Ich bin viel zu spät. Genialer Track, ich muss ihn immer wieder spielen. Okay, nochmal zur Erinnerung. Schickt uns Nachrichten, lasst uns wissen, was beim Festival abgeht, was euch gefällt und was nicht. Das Beste lese ich dann vor. Versprochen. Völlig weg von der Straße. Mann, das wird mir ja fast schwindlig hier. Oh mein Gott, das wird mich effektiv schwindlig da drauf. Da. Porsche gut oder recht, aber... für mich ist es kein Auto zu fahren hier. Also privat habe ich auch keinen. Für was auch? Kann ich ja nicht ausfahren. Nur zum zeigen, oho, ich habe einen Porsche. Wo ist denn das Zeug? Ah, hier.